Christopher Kieber bereitet wissenschaftliche Lichtmessgeräte für ihren Einsatz bei Nacht vor. Er geht damit an Schulen in Berlin und Brandenburg. Und die Schüler sollen messen, wie hell die Nacht in unserer modernen Welt wirklich ist. Der aus Kanada stammende Physiker an der Freien Universität Berlin nutzt diese Messungen für sein Projekt Skyglow, auf Deutsch Himmelsleuchten. Kieber erforscht die Auswirkungen der zunehmenden nächtlichen Beleuchtung auf Mensch und Umwelt. Denn immer mehr künstliches Licht bei Nacht verursacht regelrecht Lichtverschmutzung. Weil wir Mensch tagaktive Tiere sind, ist manchmal schwer zu glauben, dass das Licht kann schädlich sein. Aber wir wissen jetzt seit 15 Jahren oder so, dass es gibt mehr und mehr schlechte Seiten, Dunkelseiten von das Licht bei nachts. Und unser Teil von dieser Forschung ist nur ein kleiner Teil. Es gibt ganz viele Biologen und auch Ärzte, die jetzt forschen an dieses Thema, Licht in der Nacht. Christophers Projekt Skyglow ist Forschung zum Mitmachen. Das Ungewöhnliche aber ist, auch die Finanzierung lief als Mitmachprojekt. Über eine Spendensammlung im Internet, als sogenanntes Crowdfunding. Crowdfunding ist in Deutschland nicht mehr völlig unbekannt. Über das Internet sammeln Autoren, Filmemacher, Erfinder oder Unternehmensgründer das Startkapital für ihre Ideen. Crowdfunding für Forschung und Wissenschaft ist hingegen neu. Die Internetplattform ScienceStarter will Wissenschaftlern helfen, ihre Recherchereisen, Computer, Geräte oder wissenschaftlichen Mitarbeiter über Spenden zu finanzieren. Vor allem schnell und unbürokratisch soll es sein. Denn die etablierte Forschungsförderung mag kleine, spontane Projektideen gar nicht. Manchmal hat man eine Idee, das kostet nicht so viel Geld und könnte man dann machen mit ein paar tausend Euro. Hinter ScienceStarter steht die Initiative Wissenschaft im Dialog, ein Zusammenschluss führender deutscher Wissenschaftsorganisationen. Für Thorsten Witt, den Projektleiter von ScienceStarter, ist Kiebers Projekt Skyglow ein Glücksfall. Denn es ist echte Forschung. Bei der Mehrheit der Projekte auf ScienceStarter geht es hingegen um Wissenschaftskommunikation. ScienceStarter war und ist für uns ein Versuchsprojekt. Es ist ein Testballon, mit dem wir mal austesten wollten, was funktioniert denn und wie kann man einfach Wissenschaft auch neu vermitteln. Ein Problem? Eine offene Plattform im Web zieht nicht nur seriöse Wissenschaftler an, sondern auch Spinner und Esoteriker. Das Projekt, was mir am meisten im Kopf hängen geblieben ist, ist ein Projekt einer Person, die die göttliche Atmosphäre in Berliner Straßenzügen messen wollte mit einer Wünschelrute. Ein eigens berufener wissenschaftlicher Beirat soll solch zweifelhafte Anträge abwehren. Von zweifelhaften Projekten abgesehen, was die Macher von ScienceStarter am Crowdfunding fasziniert, ist vor allem die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Finanzierung. Crowdfunding für die Wissenschaft ist vor allem ein sehr demokratisches Mittel, finde ich, um Gelder einzuwerben. Also man kann ganz klar nachvollziehen, wer da eben zum einen Geld gibt, wer sind die Förderer von Wissenschaftsprojekten, aber auch, wer sind die Projektstarter? Und das läuft in einer sehr, sehr starken Öffentlichkeit ab, dadurch, dass es auf dieser Plattform stattfindet. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist der wichtigste traditionelle, sogenannte Drittmittelgeber für die deutschen Unis. Marco Finetti sieht keinen Anlass, die Vergabepraxis zu demokratisieren. Wissenschaftliche Qualität gilt als alleiniger Maßstab. Alle Programme der DFG laufen, so unterschiedlich sie fachlich oder auch strukturell sein mögen, nach dem gleichen Muster ab. Wissenschaftler stellen ihre Anträge, die werden nach festgelegten Verfahren alleine nach wissenschaftlichen Qualitätskriterien von Gremien entschieden. Insofern steht Crowdfunding sicherlich nicht in Konkurrenz zur klassischen Forschungsförderung aller DFG. Wir sehen sie auch nicht als Konkurrenz, wir würden sie aber auch nicht als Alternative sehen. Für Forscher wie Christopher Kieber mit seinem Skyglow eignet sich die klassische Forschungsförderung kaum. Sie wünschen sich spontane und direkte Projektfinanzierung. Crowdfunding kann hier eine Lücke schließen, die die herkömmliche Wissenschaftsförderung lässt. Eine Alternative zu den Millionen aus den Fördertöpfen ist die Mitmachfinanzierung allerdings nicht.